Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf Pete's Meet TV. Heute mit allen aus dem Team Pete's Meet und es ist Pete's Meet kocht Zeit. Wir schauen uns an, heute wird's fresh bei Pete's Meet kocht Sesamhähnchen. Ja, wir uns jetzt mal an. Wenn man weiß, dass es Sesamhähnchen ist. Ah, ich weiß was. Das war die HelloFresh. I'm back! Ne, ich muss heute klatschen erst. I'm back! Wow. Peter ist schon geschwitzt. Waren zwei Kniebeugen. Na? Alles fresh? Genius! Das hat echt lange gedauert, weil das war so dumm und ich konnte nicht aufhören zu lachen, als mir das eingefallen ist. Geil. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Pete's Meet kocht. Heute werden wir gesponsert von HelloFresh. Die haben uns nämlich eine wunderbare Box zukommen lassen. Ja, was ist HelloFresh? HelloFresh liefert quasi schon fertige Rezepte zu einem nach Hause. Ja, das ist hier eine Box jetzt, wo drei Rezepte insgesamt drin sind. Und ich habe mir die schon vorher ausgesucht und für die Jungs. Und wir machen heute was ganz Spezielles. Davon kochen wir jetzt für die Folge ein Rezept und ich bin der, der das Rezept kennt. Die anderen Jungs, die packen, kriegen auch die Box zugeschickt und ich sage denen nur die Zutaten. Das heißt, ich koche nach Rezept, ja, schön entspannt. Die anderen müssen was Schönes aus den Zutaten machen. Und der Vorteil von den Boxen liegt natürlich klar. Ja, also Jay, wenn du jetzt nicht alle Zutaten hast, ja, dann weiß ich, wie die Tisch ja, deswegen habe ich mich natürlich auch da sehr engagiert, dass ich der bin, der quasi das Rezept vorgibt. Weil ich mag kein Hühnchen, ich habe Schwein. Nein. Der Vorteil von den Boxen liegt natürlich klar, ja, also ich habe, wann hatten wir das letzte Mal HelloFresh? Wir hatten das vor, als wir noch nicht zusammengezogen waren, da hatte ich, glaube ich, HelloFresh. Du kriegst halt dein Abendessen quasi schon geliefert, du musst es nur noch kochen, das heißt, du hast schon perfekt deine Portionen, deine Zutaten. Das fand ich immer ganz cool, man muss nicht zum Supermarkt laufen, das ist auch nochmal ganz angenehm. Falls ihr Neukunde werden möchtet, ja, haben wir einen tollen Code für euch. Und zwar heißt der PeteSmeet70. Da würdet ihr 70 Euro auf die nächste. Das habe ich so häufig gebraucht. Ab haben wir. Ja. Nein! Und zwar heißt der PeteSmeet70. Da würdet ihr 70 Euro auf die nächsten vier Boxen sparen. Ab dem 8.9. Ich meine, im Briefing ist dann 12.9. Ja, vielleicht damals. Wird das nochmal geändert. Es wird abgeändert. Ja. Oh, wie fies. 18. Code PeteSmeet. Da spart ihr dann 60 Euro auf eure nächsten vier Boxen. So, dann schauen wir mal, was für abwechslungsreiche Rezepte ich heute ausgesucht habe für die Jungs. Jetzt machen wir auf. Der Code geht natürlich immer noch, ne? Also für alle, die jetzt das React erst sehen und sich denken... Ja, bis zum 8.9., wie wir gerade erfahren. Nee, oder dann geht es nach uns Pete's Meet, genau. Ja. Die gehen beide noch. Ausgesucht habe für die Jungs. Jetzt machen wir auf. Steht hier, nachhaltig von Feld bis zur Gabel. Das kochen wir nicht, aber das sieht auch sehr lecker aus. Das war sehr lecker. Die Karten sind übrigens voll riesig geworden. Ich habe noch die alten Karten, die man so schön in so ein kleines Dinner... Was ist stimmt, Dinner 5. Heftchen. Du hattest damals auch so heften konnte und die sind einfach... Ich finde das so viel geiler, dann siehst du wenigstens mal alles. Ja, nach so und so viel. Aber du guckst doch nicht nach dem Bild. Nee, ja, auf gut, der Rückseite ist das Ding ja jetzt, das Rezept. Du kannst das Ding ja auch in Ordner heften. Ja, aber das konntest du doch in größeren. Das wird doch eh aufgeschrieben, also. Ja. Ja, aber das sind Bilder dabei, das ist voll schön. Mir später, Jungs, in Sahnesoße, dazu in Basilikum geschwenkte Bohnen und Kartoffeln. Das mal als vegetarisches Gericht. Das war nicht so meins. Aber die anderen Gerichte hat meine Frau gemacht, weil ich da nicht da war. Und komischerweise finde ich sowohl in unserem Schrank als auch in unserem Kühlschrank immer noch Sachen, die eigentlich hätten benutzt werden sollen. Weil die wow. Ja, das die griechischen Tacos fand ich mega. War ja okay. Ich hätte die auch gern gegessen, ich hatte das auch leider nicht geschafft mehr. Das mal als vegetarisches Gericht wollte ich unbedingt gucken. Griechische Tacos mit Kichererbsen und Tzatziki, das fand ich ganz nice. Und was wir kochen ist Sesamhähnchen. Mit Heusi Erdnusssoße. Okay, so das sollte das aussehen. Das hatte okay, ich interessant. Nicht. Ja, genau, so soll Gabel aussehen. Und Messer hatte ich. Nice, ich habe einen Schritt richtig gemacht. Ich habe auch die Dinger umwickelt. Ah, die Schoten mit dem Speck umwickelt habe ich auch nicht. Alles andere nicht. Den kann ich, selbst wenn ich diesen Schritt weiß, kann ich diesen Schritt nicht machen. Das ist voll doof. Warum?
Ja, wenn ich die mit Speck umwickel, dann esse ich die und meine Frau kriegt nichts. Ja, genau. Ja, umso besser. Ja, muss ja nicht alle mit Speck umwickeln. Und man sollte offensichtlich das Hühnchen mit Sesam panieren. Das habe ich jetzt auch nicht gemacht. Richtig. Vielleicht habe ich auch alles in einem gemacht. Ja, vielleicht habe ich auch alles nicht so wie da ausgesprochen. Ich glaube, es heißt ausgesprochen. Das sah relativ kompliziert aus, deswegen dachte ich, ja, ist auch kompliziert. Guck mal. Ah, guck mal, das ist ja smart. Das war aber damals nicht so. Du hast hier Nummern. Ja, damals lag halt alles drin. Bei Lego. Ja, ist ja, da hat sich einiges verändert zu damals bei HelloFresh. Komfortabler geworden. Ja. 31, Rezept 5 und Rezept 8. Das ist quasi Rezept 31. Das sind die Zutaten. Diesmal haben wir alles in Gießen, hoffentlich. Und die anderen Sachen, die sind halt schön zusammen verpackt. Die packe ich einfach in den Kühlschrank und dann mache ich die nächsten Tage. Und Frau Eieruhr bekommt einen neuen Karton. Das habe ich erst weggeschmissen. Ja. Ich auch. Ich habe dann auch noch nicht ausgepackt zu dem Zeitpunkt. Dann so, hä? Ich dachte mir erst so, das wäre der Kühlakku quasi für alles andere. Dabei ist da drin dann das Fleisch. Ja, das ist gefährlich. Verschicken kann. Ist das nicht herrlich? Ja, super, super, super. Wie der Jay euch wahrscheinlich schon mitgeteilt hat, das wird eine ganz verrückte Folge heute. Ja, ich habe hier so ein paar Zutaten. Und daraus müssen wir jetzt was kochen, ohne zu wissen, was das Originalrezept ist. Aber die Zutaten sehen tatsächlich jetzt mal echt nicht so schlecht aus. Denn die sind wie folgt. Trommelwirbel. Lauchzwiebeln. Oh, what the fuck, da bist du ja wieder. Ja, aber du hast die Zutaten nur in der Hand. Ja, schade. Ja. Warte. Sieht mal echt nicht so schlecht aus. Denn die sind wie folgt. Trommelwirbel. Lauchzwiebeln. Ha, ich hab's ja schon gezeigt, also darf ich die anderen Zutaten jetzt auch noch machen. Schwarzkümmel. Geil. Reis. Eine fette Knolle, Ingwer. Mit dabei? Dann haben, oh, Knoblauch. Knoblauch, gut. Dann haben wir noch Erdnussbutter. Finde ich jetzt schon eklig. Aber hey, was soll man machen? Hoisinsauce. Zweimal, da weiß ich tatsächlich nicht, was das ist. Ich gehe davon aus, dass es für eine Soße oder so ist. Sesam. Hähnchenbrustfilet. Bacon. Scheiben. Da haben wir noch Sojasauce. Voll geil. Martin, ey. Stark von Martin. Zu Ende. Maisstärke. Ich mache mir jetzt kurz Gedanken darüber, was man da von Rezept aus machen kann. Und dann fangen wir damit an. Zwischendurch gab es bestimmt den Cup zur einen oder anderen Person. Die ja, ein oder andere. Ist das so. Und bestimmt bei der Zutaten wieder ausgeschnitten worden. Also ich muss jetzt mal ein bisschen sortieren. Also wir haben einmal Reis, wir haben einmal Hähnchen. Also das Hähnchen, das ist sehr dick. Das schneiden wir auf jeden Fall klein. Was mache ich denn mit dem Bacon? Irgendwas in Bacon einrollen könnte geil sein. Die Kaiserschoten vielleicht in Bacon. Erdnussbutter. Nein, und Sojasauce. Ich hab's sogar noch gesagt. Du hast es gesagt und hast es dann nicht gemacht. Gott. Oh nein. Oh. Das ist faszinierend. Aber ich habe was Besseres gemacht. Okay. Da habe ich vorletzte Woche was so in der Richtung schon gekocht bei HelloFresh. Schwarzkümmel weiß ich auch noch nicht so genau, wie wir das machen. Was ist denn da los? Ach scheiße, wir haben ja auch noch Knoblauch und Ingwer. Knoblauch und Ingwer haben wir noch. Ja, aber nur ein Knoblauch für dieses ganze Gericht, ey. Das habe ich nicht verstanden. Aber das Ding Ingwer, weißt du so, hier pack ihn rein. Ja, weil meine Portion war, glaube ich, für 3 oder 4 Leute, wo ich mir dachte, okay, da ist dann ein Knöllchen Knoblauch schon wenig. Ja, stimme ich zu. Alter. Sesamsamen, die brät man doch kurz an. Aber so ein richtiges Gericht sehe ich da noch nicht. Und vor allem, was machen wir denn mit der Maisstärke? Machen wir das nachher einfach mit in die Soße, also hier in die Sojasauce und Erdnussbutter und vielleicht noch ein bisschen Wasser? Ja. Also es wird eigentlich eine geile Asia-Pfanne so ein bisschen, ne? Also was ich kenne, ist Hähnchenbrust in einer Soße einlegen. Die Frühlingszwiebeln werde ich mit anbraten. Soße aus Soja, Knoblauch und Ingwer. Legt das Hähnchenbrust darin ein, eine Zeit lang. Vielleicht mache ich auch mit Maisstärke, Huisin und Erdnussbutter. Ey, daraus könnte ich vielleicht was für den Reis machen. Weil dann kann ich immer noch Hähnchenbrust in Sojasauce einlegen. Ich bin echt froh, dass ich nicht mehr das überlegen musste bei den 1000 Tütchen. Ja, das war ein bisschen schwierig. Alter Vater. Knoblauch und Ingwer. Und am Ende wird das gebraten. Und zwar mit Sesam. Wie bei einer Panierung. Ich glaube, ich mache dir eine Soße aus Erdnussbutter, Maisstärke und Huisin-Soße. Schnibbel da angebratenes Frühlingszwiebelchen rein mit Reis. Und gebratenen Bohnen. Ja?
Okay, bist du dabei, ne? Das ist schon mal schön. Also ich mache quasi als Hauptgang, ja, werde ich einfach machen Hähnchenbrustfilet, das werde ich klein schneiden zu Hähnchengeschnetzeltes. Ich werde Kaiserschoten und Bacon-Scheiben so ummickeln, so kenne ich das zumindest aus von früher. Das ist so geil. Und quasi in Speck eingewickelt. Und die dann halt anbraten aus den Frühlingszwiebeln, der Hoisinsoße, dem Knoblauch, dem Ingwer, der Sojasauce, dem schwarzen Kümmel und der Maisstärke. Mache ich die Soße, da der Maisstärke mit dabei ist. Ich weiß, da war alles rein. Ja, Zaubertrank. Der Reis ist die Basmati-Wildreismischung einfach mit Sesamsamen. Ja, und was ich hiermit mache, weiß ich noch nicht. Oha. Meine Idee ist, sie nicht zu verwenden. Bin ich ganz ehrlich. Das heißt, die fällt bei mir weg. Reis kochen. Bacon in die Pfanne hauen. Erst klein schneiden, dann in die Pfanne hauen und so ein bisschen das Fett auslassen. Hähnchenbrust mit Maisstärke und Salz und Pfeffer verdüsseln und das dann zum Bacon zugeben. Danach die Kaiserschoten, halbiert wahrscheinlich, zugeben. So, dann haben wir das fertig. Sojasauce, Hoisin, Erdnussbutter, Schwarzkümmel, Knoblauch und Ingwer. Mit ein bisschen Wasser potenziell zu einer Soße machen. Guck mal, Zaubertrank hat sich durchgesetzt. Ja. Das ist halt, liegt halt auf der Hand, weil da war, also das war so das Offensichtlichste. Nee. Mit Sesam frisch drüber. Wird lecker. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also ich mag die Zutaten jetzt schon. Wasche das Gemüse ab und tupfe das Fleisch mit Küchenpapier trocken. Heize den Backofen auf 200 Grad unter Oberhitze vor. Ich liebe Kaiserschoten oder generell einfach so Zuckerschoten sind so geil. Immer lecker. Die haben mich verarscht. Drauf. Warum? Muss ich ganz ehrlich sagen, ich kannte Kaiserschoten zwar so gerade aus dem asiatischen Essen, aber ich habe selbst noch nie welche gemacht. Habe ich mir im Internet durchgelesen, da hat man die irgendwie nur 3 Minuten kochen muss, weil die super schnell fertig sind, ja? Echt? Oh, ich habe die machst länger nur gekocht. Ja, die machst du quasi nur warm. Und dann dachte ich mir so, Alter, dann kann ich die ja quasi einfach roh mit Bacon umwickeln, dann sind die ja warm. Nee, mach das nicht. Nee, du solltest die vorher schon einmal so ankochen. Ja. Komm, ich habe die gar nicht gekocht, ich habe die nur gebraten. Bei Zuckerschoten musst du normalerweise auch die Ecken abschneiden, also... Bei denen, die wir jetzt hatten, die da von den Kaiserschoten bei waren, da merkst du, ja, weil die am Ende hart sind, ja. Die waren die jetzt aber nicht. Da muss man ein bisschen aufpassen. Okay. Oh, voll geil. Okay, wir machen aber erstmal den Reis. So, ist das ein Cup? Oh je, das ist ein bisschen mehr als ein Cup. Oh, das sind 2 Cups. Guck mal, erste Challenge schon mal geil geschafft. Geil, auch einfach der Reis war. Der war lecker, ja. Der war echt so geil. Lecker. Erste Idee wäre, wir machen den Basmati-Reis mit Wasser. Sobald das Wasser kocht, 10 Minuten. Als erstes erstmal Reis. War das jetzt 1 zu 1 oder war da doppelt so viel Wasser wie Reis? Okay. 1 zu 1. Nee, doppelt so viel. Ich glaube, es ist doppelt so viel Wasser wie Reis. Ja. In dem Shot hat man übrigens gerade noch mal gesehen, dass Peter 4 Zehen hat. Fuck you. Das ist viel zu viel, aber da ich von den Mengenangaben keine Ahnung habe, nehme ich auf alles. 2/3. Das ist gesamten irgendwas. Schälen und circa 0,5 dünne Scheiben schneiden. Bin so gespannt, was die Jungs daraus machen. Freue mich schon drauf. Weil ich glaube, ich wäre tatsächlich ein bisschen aufgeschmissen ohne Rezept. Ich glaube, da kann man auch nicht drauf kommen. Da kann man nicht drauf kommen, meinst du? Also ich bin nicht mal nah dran, okay. Aber mit was soll ich das denn kochen? Oder braten? Nee, braten macht auch keinen Sinn. Oh, da muss ich die Dinger hier, die Kaiserschoten, muss ich die kochen? Ich dachte, die kann man vielleicht braten. Ja, vielleicht muss man die Kaiserschoten kochen. Mit dem Ingwer zusammen. Nein. Danach anbraten? Nina hat dir gesagt, du bist weit weg und dann bist du von deinem Plan abgedriftet, die Dinger zu umwickeln mit dem Speck, wo das einzige war. Ich glaube, das mit dem Umwickeln von den Dingern, das war nie so richtig eine Option. Ach so, okay. Das war nur so ein kleiner Gedankenblitz am Anfang. Nee, die sind die Naht, die muss man doch nicht kochen. Beim Hähnchen, da wird's ganz verrückt. Und die kommen dann mit in die Pfanne. Wir machen den Sesam jetzt mal rein. Wir haben ja 2 Stück. Das heißt, wir haben sowas wie ein Probepäckchen, wo wir das ausprobieren können. Und ein. Ja, so machen die das bei HelloFresh. Die schicken immer 2, damit wir das ist wie bei Lego. Dann hast du immer ein paar Ersatzteile mit dabei, falls das runterfällt. Ja. Mhm. Na klar. Auch in die Hose gehen darf. Das Hühnchenfleisch mache ich, wie gesagt, auf jeden Fall mit der Soße. Aber ich glaube, ich fange mit den Kaiserschoten an und den Bacon heraus. Und guck mal ganz kurz, wie ich mich da organisiere. Die Frage, muss ich Kaiserschoten kochen? Ja, 1 zu 2. Okay. War jetzt ja oder nein? Nee, ich glaube, da wird noch mehr, also dann
kam ja bei mir noch was. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch kommt oder nicht. Okay. Hm. Ja, 1 zu 2 war es. Okay, das heißt, ich brauche quasi mindestens 3. Das sind wir ganz schön viel. So, als nächstes beschäftigen wir uns mit dem Balkon. Kleine, aber feine Stücke. Oh, das ist auch viel. Wie schmeckt denn Huisin-Soße? Vielleicht schmeckt die ja gar nicht. Doch, die ist ganz gut. Davon würde ich aber vielleicht doch nicht alles nehmen. Eher so einen Schuss. Dann nehme ich den Rest für den Reis nachher. Schmeckt doch ganz gut. Okay, Sojasauce. Was ist Huisin-Soße überhaupt? Keine Ahnung. Ketchup mit Sojasauce gefüllt. Ja, das ist halt eine Soße, also weiß ich nicht. Solche also irgendwie ist irgendeine dunkle. Ich dachte, wir hätten die schon ein paar Mal benutzt für unsere asiatischen Pizza mit Kochsachen. Also wir, bei uns ist die Standardausrüstung in der Küche Huisin-Soße. Das ist eine dunkle Soße aus der chinesischen, genauer regionalen Kantonküche und der vietnamesischen Küche, die vor allem zu Fleischgerichten verwendet wird, beispielsweise zu Spanferkel oder Pekingente. Schmeckt süßlich, recht kräftig. Bestandteile sind vor allem fermentierte Sojabohnen, Zucker, Weizenmehl, Knoblauch, Essig, Chili. Dazu kommen Salz, Sesam, Öl. Manchmal enthält sie auch Süßkartoffeln und das 5-Gewürze-Pulver. Ist mega geil. Okay. Hier, die andere da. 3 Sekunden bei Stufe 8. Bing, bing, bong. Schwupp. Ja, da sollen wir vielleicht nochmal erklären, dass das irgendwie ein Rezept war für den. Das habe ich halt erst gar nicht gecheckt, ja. Das Rezept ist offiziell, also ich hatte das nicht vorher gelesen, dass das ein Thermomix-Rezept ist. Da stand da, oder habe ich jetzt drauf geachtet. Hättest du mir das mal sagen können, also. Ja gut, war natürlich glücklich, dass ich einen Thermomix hatte, sonst wäre ich echt am Arsch gewesen. Ja, aber wie ist denn das bei HelloFresh? Bestellt man dann ein Thermomix-Rezept? Nee, oder wenn du keinen hast, kannst du dir das du hast kannst die auswählen. Wahl aus, keine Ahnung, 20 Rezepten oder sowas. Und ich habe halt okay, und genommen, du hast die ich am geilsten vom für okay, mich. Okay, du hast die ausgesucht und hast dabei aus Versehen ein Thermomix-Rezept genommen. Ja, deswegen aus war ich Versehen. Selber da. Also ja, ich hab das wirklich nicht gesehen. Ich glaube, aber du kannst. Okay. Aber jetzt weiß ich, wo es herkommt, quasi. Du kannst also, es auf jeden Fall auch ohne Thermomix machen. Nur die Angaben, die da drin stehen, sind halt nochmal einfacher für also, Thermomix wahrscheinlich. Ja, also ich. Ja. Ich denke halt auch, dass man, also ich meine, ich kann auch den Knoblauch selber klein machen. Ne? Also, so ist das nicht. Ja. 3 Sekunden bei Stufe 8. Bing, bing, bong. Schwupp. Bing, bing, bong ist schön. Bis Petersilie. 15 Gramm Öl hinzugeben. Ja, also Öl, Wasser, Salz ist in der Regel Voraussetzung, ne? Das wird halt nicht extra mitgeliefert, ist aber auch nicht das Problem. Ich überlege gerade, ob ich die nicht mit Bacon doch einwickel und Maisstärke bewusst, dass ihr Öl, Wasser, Salz nutzen durft? Ja, ja, ich glaube schon. Also davon bin ich einfach ausgegangen. Ja. Ah, bestimmt. Ja, du hast ja auch Öl benutzt bestimmt in der Pfanne, Bram, oder? Ah, weiß ich nicht mehr ganz nach. Deswegen wollte ich mich nicht festlegen, weil ich nicht mehr weiß, ob ich dann ohne probiert habe oder ob ich dann gesagt habe, scheiß drauf, ich nehme Öl. Übermache und das damit paniere, das klingt eigentlich total geil. Wait, also quasi das Hähnchen mit Bacon einrollen und dann in die Samen hauen. Richtig? Und dann panieren mit den Samen, genau. Ja, meine ich, ja. Aber okay. Mit den angebratenen Samen? Ja, natürlich. Aber dann brätst du die angebratenen Samen nochmal. Ja, logisch ist das jetzt nicht. Ja, weil die. Ja, der ist okay, weil die. Also bei allen Samen und Kernen und keine Ahnung, die man halt gerne mal anröstet, gibt es immer so diese. Die sind immer 10 Minuten in der Pfanne, weißt du, nichts passiert, riecht halt ein bisschen und geiler. Schwarz. Und dann gibt es diese eine Sekunde und wenn du dich da nicht rausholst, dann sind die komplett schwarz. Ja. Das ist halt echt immer kritisch. Hähnchengedings kommt da rein. Dann hauen wir hier in die Schale. Ich mach das jetzt einfach das. Auch wenn das eigentlich total dumm klingt alles, aber ich habe ein scharfes Messer und Flexe. Kurz Angst gehabt. Warten, wir machen die Sesam. Oh shit, die sind ja so heiß. Oh Kacke, nein, die sind ja so heiß. Was ist das für eine Soße? Oh. War das ist nur Huisin? Also Huisin, pur? Ja. Uiuiui. Ui, ist das heftiger Curry Ketchup. So, ist das jetzt so? So heiß, dass ich mir die Pfoten verbrenne? Ich hoffe nicht. Ich finde, die könnte man essen. Ich hätte trotzdem das Gefühl, dass man die irgendwie. Alter, das war so ein Gefriemel. Das ist jetzt quasi weißt du, die Fortsetzung von und das ist jetzt die Fortsetzung von Bram hat so ein bisschen unterbewusst das gleiche gemacht wie ich. Weißt du, du hast so diese Ecke, die zum Aufreißen ist, die aber nicht so wirklich funktioniert. Und dann, geht nicht, leg das nochmal kurz beiseite und nehme dann doch eine Schere oder sowas. Ich hätte trotzdem das Gefühl, dass man die irgendwie ankochen muss. Sollte man das tun, bevor man die mit Bacon umwickelt? Oder reicht die Garzeit mit Bacon drin? Okay, wir googeln kurz danach. Kochzeit.
Okay, wir brauchen 3 Minuten kochen Wasser, dann machen wir die einfach hiermit. Ja, da brauchen wir nämlich jetzt auch überhaupt gar kein Öl oder so. Nee. Aber das war jetzt nicht so smart von mir, das so rumzumachen. Ja, und dann wäre es hier fast schon fertig. Knoblauch noch hier und da. Da würde ich die Presse nehmen. Weil normalerweise würde ich statt der Huisin-Soße Honig hier noch auf jeden Fall mit reinmachen. Da das Hähnchen drin einlegen, ist richtig. Ja, Leute, wenn ihr da Hähnchen drin einlegt, Alter, boah. Ist lecker. Oh, lecker, lecker. Mhm. Kommt hier eine halbe rein. Dann haben wir das Fleischsüßchen eigentlich schon fertig. Und das müssen wir jetzt 3 Minuten bei 120 Grad rösten. Ja, Jay hat das ist so geil, Schluss. Dass alle am Schnippeln schneiden und so. Ja, ich schütte das mal da rein, dann passt das schon. Ja, hier mal dieses Knöpfchen drücken ab dafür. Das ist halt entspannt gewesen. So, währenddessen Reis in den Gareinsatz geben. Wo ist der Gareinsatz? Gedünsteten Knoblauch-Ingwer-Mix zum Reis geben und untermischen. Wie kriegen wir das hin, dass wir das jetzt mit dem Bacon umwickelt bekommen? Okay, vielleicht kriegen wir das ja irgendwie gewickelt. Okay, ich wickel das mal hier so drum, das Bacon-Ding. Deswegen so. Hast du sie vorgeröstet. Ja, also verstehe. Das ist auf jeden Fall eine Challenge, die du da gerade hast. Also du hast deswegen quasi die Samen mit der Heusinsoße vermischt, da das Hähnchen reingepackt und darum machst du jetzt noch Bacon. Noch den Bacon, ja. Geil. Irgendwie ein bisschen geil auch. Also ich mach das ja nicht aus Jux. Ich frage mich, wie du halt nachher garst, weil der Bacon hat ja viel weniger Garzeit und der ist auch noch außen als das Hähnchen drin. Ja, und die sind aber nicht so heiß. Die sind ja auch schon gebraten. Das ist gebraten. Ja. Die Samen. Die Sesamsamen. Achso, das war egal. Bacon war ja... Das Hähnchen dauert immer so lange. Das geht mir so ein bisschen, also bei, weißt du, wenn du so Hähnchen oder Putenbrust hast, dann geht mir dann manchmal, wenn du die so im ganzen Stück hast, sind die an einer Stelle immer so mega dick. Das ist dann immer schwierig, die an der Stelle durchzukriegen. Und ich glaube, mittlerweile also schneide ich die lieber. Je nachdem, wie das geschnitten wurde, kann die Lösung noch kommen. Im Video. Also ich mache das ja nicht aus Jux und Dollerei, sondern weil ich das persönlich, wenn das klappen würde, finde ich das, glaube ich, sehr geil. Sieht aber geil aus. Kommt Nummer 1 in die Pfanne. Wenn du das geschmacklich durchkriegst und der Speck noch kross dabei würde, ich glaube, das schmeckt ziemlich geil. Ja. Mm. Ja. Ja, okay, vielleicht doch nicht. Aber sie weißt du, mal, die Hähnchen vorgaren und dann das einfach nochmal machen, weißt du? Nee, und dann das Hähnchen sehr war nicht das Problem. Also die Hähnchendinger waren nicht das Problem. Echt? Ja. Okay. Nee, die waren geil. Hier so mit Bar. So, oh. Reis ist ja schon fertig und die hier kriegen so ein bisschen Farbe. Warte mal, bist du schwarz geworden? Oh. Also die kriegen doch ganz gut Temperatur, hätte ich jetzt irgendwie nicht gedacht. Ich dachte, die kriegen überhaupt nichts gebacken hier. Dann rabbeln wir mal den Ingwer hier rein. Ich versuche, all die Sachen mit Bacon zu machen. Ich dachte auch schon so, hast du die Bacon-Scheibe echt vorher auch schon abgezählt? Finde ich gut. Ich habe die Bacon-Scheibe vorher abgezählt. Sehr gut. Mega geil, Bram. Nice. Den Bacon durchzuschneiden. Wunderbar. Dann du rein. Und los geht's. Oh, du hast sie dann auch noch durchschneiden. Die schneiden wir jetzt in Stücke. Ja, also erst wollte ich das nicht tun, aber dann ist mir aufgefallen, dann werden da die Monsterpakete mit den Schoten. Und da war ich mir wieder nicht so sicher, ob das dann alles funktioniert. Ja, weil die brauchen halt 3 Minuten. Aber das finde ich, stark, als du das vorher abgezählt hast. Das finde ich nice. Da rein. So, da drüber kommt jetzt ein wenig Stärke. Das ist so ein Trick, den habe ich jetzt schon häufiger in Rezepten gesehen. Oh, ein bisschen Salz, ein bisschen Pepper. Muss man einmal hier hin. Wofür? Ja, dadurch kriegen die eine geilere Konsistenz, wenn du die anbrätst. Ja. Echt? Ja. Das haben wir aber auch schon mal bei einem Pizza mit Kocht, glaube ich, gemacht. Kann gut sein. Eine Panierung machst du ja auch in der Regel, wenn du Mehl, Eier, Panade. Ja, aber das ist ja nur Stärke. Ja. Ist ja schon ein Unterschied, oder? Ja, dadurch hast du Mehl im Endeffekt... Mehl und Speisestärke sitzt, ja. Im Endeffekt können sie so knuspriger werden, glaube ich. Oder irgendwie so was. Ist auf jeden Fall geil. Okay, und gucken. Scheiße, das kommt schon wieder. Oh. Ihr seht schon, wie viel Fett hier rausgekommen ist, was eigentlich echt geil ist. Und vermixen das alles miteinander. Sieht gar nicht schlecht aus. Ein bisschen umrühren. Also, Fleisch vorbereiten. Wird vorbereitet. Krieg schon wieder direkt Bock da drauf, ne? Auf so mariniertes... Also irgendwie alles... Jedes Fleisch, alles, was in Sojasauce getränkt ist oder in irgendwie braune Soße oder dunkle Soße, ist geil. Ja. Nur aufpassen, wenn du Sojasauce anbrätst, also oder ablöscht damit, die verdampft immer super schnell das Wasser da drin und dadurch wird die super schnell dickflüssig und dann fängt die auch sehr schnell an zu brennen. Ja. Ah, okay. Yep.
für mich jetzt. Ah, das ist dann der Grundstein für andere Süßchen. Das wird allerdings gekocht. Die Frühlingszwiebelchen, die werden noch geschnitten. Reis kam auch erst in kochendes Wasser, ne? 1200 Gramm da rein. Wait, nee. Du kannst glaub Reis nicht. Auch schon vorher reintun, ja, das ist egal. Nein? Ja, echt? Wusste ich nicht mehr. Der Reis nimmt das Wasser so oder so auf. Ob das jetzt vorher kochst oder nicht, ist glaub ich egal, oder? Ja. Kann sein, aber ich habe in meinem Kopf dann quasi doppelte Menge Wasser und wenn du das dann halt ankochst, dann ist irgendwann das Wasser weg und du hast einfach gar kein Wasser mehr übrig und der Reis ist fertig. Okay. 1200 Gramm da rein. 1200 Gramm sind ganz schön viel. 19 Minuten Varoma-Stufe. Währenddessen in einer großen Schüssel Hähnchenfilets mit Maisstärke. Zack. Was ist Varoma-Stufe? Die ist voll versteckt. Du kannst, glaube ich, bis 120 Grad gehen und danach kommt nochmal Varoma-Stufe. Keine Ahnung, das ist, normalerweise packst du noch so einen Aufsatz oben drauf, da kannst du dann quasi dann dein Gemüse mit dünsten oder Fleisch mit dünsten noch oder sowas. Also das ist, glaube ich, nochmal so eine ballandere Stufe. Der Aufsatz sieht so ein bisschen so aus wie so ein, weißt du, wie diese riesen ovalen Töpfe, die man früher für so einen Topf, für so einen Braten mit Gemüse oder so drin genommen hat, nur aus Plastik. Okay. Mhm. Ja. Eine Schüssel Hähnchenfilets mit Maisstärke. Zack. Oh, fuck. Zack. Bis die Stärke etwas klebrig wird. Hähnchen in der Sesammischung wälzen und die Panade etwas andrücken. Ach, oh, lol, so das ist Schwarzkümmel. Wie schmeckt das denn? Ich dachte, das wäre einfach schwarzer Sesam. Das ist voll geil. Oh, das jetzt kommt auch mit in die Panierung, der Schwarzkümmel. Meinst, Jay. Oh, shit. Oh, lol. Schwarzkümmel schmeckt so wie das, der ist immer auf, wie heißt das hier, Fladenbrot, da ist der drauf. Ja. Ich dachte halt echt, ehrlich gesagt, das wäre immer schwarzer Sesam. Ich wusste gar nicht, dass das Schwarzkümmel ist. Ich wusste es auch nicht, ich dachte auch erst wieder, boah, alter Kümmel, bitte nicht der Ekelkümmel. Aber das schmeckt halt auch nicht wie Kümmel. Nee. Und auch nicht wie Kreuzkümmel, sondern halt nochmal anders. Ja. Also. Nämlich wie Schwarzkümmel, bam. Ja. Oh lol, das ist Schwarzkümmel. Wie schmeckt das denn? Ich dachte, das wäre einfach schwarzer Sesam. Ja, das sieht zwar nicht ganz aus wie bei dem Bohnen von Mama, aber hey. Oh, schick. Und der letzte. Geil. Mega, oder? Eine gute Idee. Finde ich so. Gut. Geil. Als nächstes kümmern wir uns schon mal um die Soße. Oh, dieser Speck sieht auch so geil aus. Wow. Ich habe noch so viele Speckscheiben. Ich wurde abgeschossen von denen. Also so auf Speck jetzt zum Frühstück. Ich hatte ja die 4-Mann-Box, deswegen habe ich halt auch irgendwie 600 oder 700 Gramm Speck gekriegt. Geil. Jetzt kümmern wir uns schon mal um die Soße. Auf hier rumzuschießen. Ah! Damit haben wir alles geschnitten. Was hat ein Papagei? Okay, also, ein Tütchen Sesam werde ich anrüsten. Die Soße. Boah, was machen wir das denn? Machen wir einfach den Rest hier noch ein bisschen rein. Reichlich Wasser im Wasserkocher erhitzen, das kann ich schon mal machen. Ich mach einfach mal voll. So, Hähnchen jetzt in eine Panade fertig machen. Ja, hab ich auch. Hä? Da fahr ich auch. Das Wasser jetzt her? Ja, wirst du sehen. Sieht so geil aus. Ja, herrlich, oder? Richtig boah. Nice. Boah, das sieht echt nice aus. Hähnchenfilets auf jeder Seite 1 bis 2 Minuten anbraten, sodass die Panade leicht gebräunt ist. Danach die Hähnchenfilets auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen und für 12 bis 14 Minuten im Ofen garen, bis das Fleisch innen nicht mehr rosa ist. Pfanne für Schritt 5 beiseite stellen. Okay. So kriegst du wahrscheinlich auch dann dein Bacon, du brätst den einfach knallhart an und dann packst du es einfach in den Ofen und dann ist gut. Ja. So würde ich das, glaube ich, dann auch an deiner Stelle dann in Zukunft machen. Habe ich auch viel gelernt. Raus. Mhm. Next Step ist jetzt, wie gesagt, das Öl hier reinzupacken und dann die Hähnchenbrüste anzubraten. Währenddessen soll man Kaiserschoten in eine Schüssel geben, mit kochendem Wasser übergießen, 2 bis 3 Minuten ziehen lassen und danach durch den Varoma-Behälter abgießen. Oh, die haben auf jeden Fall Röstaromen. Oh, ihr kommt mit dabei. Nee, kann ich nicht machen, ne? So muss ich aber. Die muss ich aber. Ihr müsst hier mit bei. Na, ihr müsst da jetzt rein. Könntest du die nicht einfach zur Seite stellen erstmal? Nein, ihr müsst da mit rein. Nein, ja. Das war keine Option. Mir hier der ganze Rummel. Scheiße. Okay, ihr dünstet jetzt einfach nebenher sein, okay? Ich wusste nicht, wie lange und also ich wollte sie da, weil ich die Pfanne auf eine mittlere Stufe einfach so zum Vorhindümpeln gestellt habe, damit das Hähnchen langsam durch wird, ohne dass der Bacon halt verbrennt. Habe ich gedacht, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie lange man die braten muss.
Also dünsten die jetzt so ein bisschen da noch vor sich hin. Ich versuche hier noch so irgendwie zu machen. Ich würde jetzt die Maisstärke nehmen und für die Soße. Vielleicht können wir die Soße hier in der Pfanne machen. Oh, voll die gute Idee. Und das ist doch wie so ein Bindemittel, oder? So, für die Soße. Nehmen wir als allererstes dann. Aber Rabes reicht eben da kannst Limit, du sehen, ey. Oberflächenspannung. Ja, ja das stimmt. Aber er kocht null über. Nice. Jetzt perfekt austariert. Der Knoblauch. Guck mal, was passiert. Na, du bist fertig, ja. Du musst aber nur noch ziehen. Erdnussbutter. Ach Gott, das wird geschmacklich brutal. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Auch noch die gute alte Sojasauce. Ja, aber Sojasauce und Huisin ist krasser. Ja. Die überdeckt das Erdnussbutter. Ist alles krass, finde ich. Ist alles geschmacklich ballern. Das stimmt. Also die sind alle sehr, sehr dominant, die Geschmäcker. Aber zum Glück sind halt Soja und Huisin krasser als Erdnuss. Da ist nur so eine Note Erdnuss zum Glück. Ja, okay. Drin. Hoffen, dass da auch noch ein bisschen Wasser rein muss. Es wird Zeit. Kein Freund für so Erdnusssoße. Für das Hähnchen. Ja, Erdnusssoße schon, aber Erdnussbutter nicht. Also ich kann das nicht pur essen. Weißt du, so diese amerikanisierte Vorstellung von, ich mache mir jetzt so ein Marmeladen-Erdnussbutterbrot. Geht gar nicht. Danach pappt dein Maul so krass zusammen einfach. Ich habe mir das irgendwann mal gemacht, weil ich Erdnussbutter mal mitgenommen habe und das war so ekelhaft. Unfassbar. Ja, verstehe ich. Okay. Oh ja. Aber für so Soßen finde ich das echt nice. Für Soßen ist es ganz geil. In der Menge ist schon viel. Rein muss. Es ist Zeit für das Hähnchen. Und ich glaube, der ist fertig. Also, Löffelchen. Oh, das sieht aus wie beim Inder. Drehen wir den Spaß mal. Nice. Yam, 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 yam. Da habe ich Hunger. So, das wie gesagt einmal anbraten lassen, damit er hier so einen leichten Röstaroma kriegt. Der schmiert lecker. Dann kommen die jetzt auf ein Backblech. Also das kommt jetzt in den Ofen für 14 Minuten bei 200 Grad. Die Kaiserschoten haben wir jetzt in eine Schüssel gegeben. Oh, Baconscheiben quer halbieren. So, was ist quer halbieren? Oder ist das quer? Nee, das ist längs. Das ist quer. Das ist quer. Ich hoffe, ich hatte es nicht versaut. Kaiserschoten auf die Baconscheiben. Das wäre echt dumm gewesen. Ich hätte da aber auch kurz drüber nachdenken müssen. Auf jeden Fall. Ja, natürlich ich auch. Aber ich habe es richtig gemacht, also oder? Also, ja, das quer würde ich schon sagen. Tippen würde ich jetzt, Okay. Aufteilen und einwickeln, sodass 10, 12 Pakete entstehen. Die sind jetzt wahrscheinlich gut warm. Aua. Boah, mir läuft das Wasser im Mund zusammen, ihr glaubt es gar nicht. Also meine Frau ist schon gegangen, ich glaube, das ist kein gutes Zeichen. Ich bin nicht so nah dran, glaube ich. Also richtig verbinden tut sich das hier nicht. Schon zu Bürosmann. Ich denke gerade meine... Ja, schon direkt gut ausgerückt. Der ist leider im Urlaub gewesen. Oh, da gab es nicht mal die Alternative, das ist natürlich belastend. Nicht so wirklich. Entscheidung. Und dann machen wir hier drin quasi die Soße. Aber der Reh war noch offen. Ah ja, okay. So, das Hähnchen können wir jetzt einmal umdrehen. Das sieht auch, das sieht ganz gut aus. Also wenn ich mir das so in der Pfanne angucke, ne, dann bin ich noch nicht so ganz überzeugt von meinem Essen. Also das linke sieht gut aus. Ja. Das mit dem Bacon klappt irgendwie doch besser. Das sieht schon geil aus, aber das halt ein bisschen dunkler ist. Das geht halt noch. Ja, das war ich glaube ich gerade gestellt. Ich komme sofort wieder. Bin ich noch nicht ganz überzeugt von meinem Essen. Aber das mit dem Bacon klappt irgendwie doch besser, als ich dachte, oder? Dann den Ingwer. Also ein großes Stück Ingwer habe ich ein sehr kleines geschnitten. Das machen wir direkt in der Soße. Also ein kleines Geschnetzeltes dabei. So, hier wird einmal umgedreht. Okay, ich bin sehr gespannt drauf. Kommt hier Sojasauce, schwarzer Kümmel, die Hyoscine kommt alles da rein. Der Maisstärke und vielleicht ein Ticken Wasser. Aber bevor es losgeht, braten wir ganz kurz das Hähnchen an. Oh, ich wollte den Speck eigentlich rausholen. Der soll später wieder dazukommen. Der sollte erstmal nur sein Fett verlieren. Oh, dann ist aber da jetzt gemacht. Ja, alles gut. Kann. Vom Ingwer nehmen wir mal nicht so viel, weil meine Freundin den nicht so gerne mag. Zack, mit in den Topf. Einmal gucken wir nach dem Hähnchen. Ohne Schälen? Das ganze Stück einfach rein. Nee, ich hab's geschält. Das Stück war weggeschnitten, einfach aber ich hab's geschält. Einfach so die Hälfte. Ja, nehmen wir mal nicht so viel. Da geht noch was. Klappt doch hervorragend. Oh. Die Schoten brauchen, glaube ich, ein bisschen. Oh, die Zwiebelchen rein. Ach, die heißen Wasser dünsten es hart. Gut, das haben wir gemacht. Was ist der nächste Plan? Nach der Reisgarzeit Gareinsatz mit einem Spatel herausnehmen und Reis abgedeckt 10 Minuten ziehen lassen. Mixtopf leeren, dabei Garflüssigkeit auffangen. So, das Ding ist leer.
weiße Frühlingszwiebelringe in einen Mixtopf geben und drei. Okay. Sollte man Soße. Ich schütte jetzt noch ein bisschen Wasser nach, glaube ich. Sonst wird das ein bisschen dünn. Oi, oi, oi. Und vor allem müssen wir die Karre hier runterdrehen. Was ist denn hier los? Das wird ein bisschen dick, meintest du? Ja, ich glaube auch, er meinte ein bisschen dick. Das ist wieder ein bisschen einköcheln. Geil. Jetzt haben wir wieder Matschi-Soße. Also, so ganz on track bin ich noch nicht, aber das wird schon. Runterfahren. Ihr seid soweit durch. So, das Hähnchen ist fast fertig. Das kommt jetzt in so eine Schale, aber ohne zu viel vom Saft rauszunehmen. Gucken wir mal, wie es hier aussieht. Grundsätzlich gut. Könnte jetzt was voller werden. Alright, auch erledigt. Ich glaube, das Weiße packe ich noch. Ich glaube, ich habe sogar die Enden abgeschnitten, weil ich das auch so im Kopf hatte wie du, Christian. Ja, aber wie gesagt, jo, ich habe die Enden abgeschnitten. Mal, ja. Die Zuckerschoten, die ich sonst immer hole, die sind an den Enden aber auch echt härter und haben teilweise noch so Fransen. Deswegen, bei denen war das völlig in Ordnung eigentlich. Das heißt, Kaiserschoten sind die geileren Zuckerschoten. Alright, auch erledigt. Das ist noch Kaiserschoten. Ich glaube, das Weiße packe ich noch mit in die Pfanne. Aber ein paar angebraten und ein paar nicht angebraten, ist auch schön. Reis kocht, dann können wir jetzt Fleisch braten. Okay, hier muss ich mal langsam was machen. Hier hätte ich vielleicht ein bisschen schneller was machen müssen. Normalerweise muss man eigentlich echt immer viel abschneiden bei den Frühlingszwiebeln. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, bei denen muss ich das definitiv nicht machen. In einen Mixtopf geben. So. Und nochmal 15 Gramm Öl. 3 Minuten, 120 Grad. Und auch die schwarzen Dinger. Ey, dreht echt nur irgendwelche Knöpfchen, wa? Ey, ich musste auch geile Bram, das Fleisch anbraten. Der Thermomix hat ja nur einen Knopf. Das heißt, du musst immer nur einen Knopf drehen. Ah. Ach, und ein Touchscreen. Ja, Holy shit, was ist das? Ein ganz kleinen Ticken Zucker. Ja, ich würde mal sagen, ich richte mal an und dann gucken wir mal, was wie das so schmeckt. Jetzt kommt die Sojasauce. Zucker ist ja wohl wie Salz, Pfeffer. Kommt mal die hier mit rein. Okay, dann jetzt kommt sie noch mit dazu. So, und dann können wir das gleich richtig heiß servieren. Dann würde ich mal sagen, kommen wir hier so langsam zum Ende. Nimm die Pfanne. Packen die Soße. Das sieht auch gut aus. Das Einzige, was fehlen könnte, wäre ein bisschen Schärfe, muss ich ehrlicherweise sagen. Peter hat Auge geschüttelt. Steht zugegebenermaßen nicht im Rezept. Und jetzt, meine Damen und Herren, wird serviert. Hier, Reis ist fertig. Aber ey, letztendlich, Hauptsache es schmeckt. Ey, scheiß auf Schummeln. Aber ja, ich hätte gerne ihn geschummelt, dass es schmeckt. Reis ist fertig, jetzt muss ich mir noch den Bacon braten. Aber da kommt nur noch der Bacon drauf, ich würde sagen. Das sieht auch gut aus. Es ist voll hier in der Pfanne. So, dann braten wir den Spaß hier jetzt an. Kann hier noch ein bisschen blubbeln. Währenddessen, kommt die Klingelingling. Achso, das war der Sound von dem Ding, okay. Das heißt, Programm der Bahnhof, fertig. Der Zug ist im Bahnhof angekommen. Die Sojasauce da rein. Die Heusinsauce. Oh, das riecht so gut. Die Kameraführungsstellung ist übrigens perfekt von mir an der Stelle. Und die Erdnussbutter. Fett Erdnussbutter, geil. 15 Sekunden bei Stufe 6. Boah. Und anschließend noch 6 Minuten kochen bei 100 Grad. Währenddessen die Kaiserschoten braten und dann ist es fertig. Das heißt, wir sehen uns dann gleich wieder. Semi! Ja, du musst mal eben Platz machen. Du kannst von mir aus hier vorne. Ey, ich finde, das sieht aber auch lecker aus. Das sieht auch lecker aus. Oh je. Plätze. Von da aus zu gucken. Ja, so ist es geworden. Der Bacon wir sieht haben geil, so ganz fertig aus. Das, doch, der, gut, die Flasche der Bacon, in den Weg das gestellt. War fast eine halbe Stunde in der Pfanne. Also der Bacon, der war richtig geil kross, war der. Das Hähnchen war auch richtig lecker. Okay, was ist denn dann falsch? Es gab eine Zutat, die so ein bisschen quer reingespielt hat. Hey, ich drücke. Ich kann nicht mehr Play drücken. Ja, ich drück mal. Oh, warte mal, mein Raum ist abgeschmiert. Ja, ich glaube, der Raum ist abgeschmiert. Ich kann auch nicht mehr. Oh, no! Ist kaputt. Okay, ich drücke 2024. Nee. Also. Okay. Hier ist nochmal das Video. Dann. Jetzt? Keine Playlist ausgewählt. Nehmen wir jetzt denselben Raum, muss ich refreshen? Nee, ich mache einen neuen. Okay. Also mittendrin? 2024. Hä, ich kann das nicht mehr. Ist Watch Together einfach jetzt gerade kaputt? Ja, vielleicht sind die gerade da. Ich kann gerne einen neuen Raum machen. Also zumindest nicht das Video dann hinzufügen. Alle sind wieder drin, ja? Wie dick sehen können Katzen aussehen, ey? Obwohl sie gar nicht dick sind, ja. Ja, holy shit, einfach.
Okay. Zugucken. Ja, so ist es geworden. Wir haben. Also es sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, nur so geschmacklich aus. Halt nur. Ja. Sammy? Ja, du legst dir schon die Zunge. Ich kann das verstehen. Das sieht so lecker aus. Okay, was ist bei mir draus geworden? Ich habe gemacht Hühnchen mit Soja und ich weiß gar nicht, was da mehr alle drin war. Ingwer, Knoblauch, Huisin-Soße und ummantelt mit Sesam. Das ist sehr lecker. Und die Schoten mit Bacon und Frühlingszwiebeln. Einfach rein damit. Das schmeckt auch. Einzig, wo ich mir unsicher bin, ist die Soße mit der Erdnussbutter. Hm? Ist gut. Sehr gut. Man schmeckt auch so ein bisschen Ingwer noch. Bisschen Knoblauch. Ist geil. Also ich esse jetzt mal auf. Dann gucken wir mal. Bis gleich. Ey, sag mal so, ich habe in meinem ganzen Pizza-Meet-Koch-Karriere noch nie so ein leckeres Essen zubereitet. Also so vom Aussehen her leckeres Essen zubereitet, möchte ich an der Stelle mal sagen. Ja? Jetzt schmecke es bitte. Ein Stückchen von dem Hühnchen, was sehr schön durch hier ist, mit einem bisschen Reis. So, es wird probiert. Was macht die Reis mit in Hähnchensoße mit Reis à la Kaiserschoten? Probieren wir mal. Ist es nicht wunderschön geworden? Frage ich euch, Oi. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, nur wegen dem Teller. Ist auch noch warm. Okay, dann probieren wir doch mal. Wenig überraschend, schmeckt fucking awesome. Ich werde es mal aufessen und dann gibt's die Bewertung. Wir haben leider den Kommentar von meiner Frau nicht dabei, das weil die bringt perfekt. Gerade Julius ins Bett. Das werde ich mir wahrscheinlich gleich anhören dürfen, was für eine tolle Zauberei ich hier geleistet habe. Also das sieht eigentlich sehr, sehr gut aus. Okay, ist durch. Ja, das schmeckt. Hähnchen mit Bacon drum, ein bisschen Sesam dabei, irgendwie dieser sojaartigen Soße. All die Hähnchendinger sind solide geworden. Mal gucken, wie hier mein Grünzeug geworden ist. Ha. Also sind durch. Sehr weich geworden, aber er überzeugt mich jetzt noch nicht so. Und jetzt die große Frage, wie ist der Reis mit der Soße geworden? Oha, das ist ganz schön salzig. Holy shit. Also alles in allem ist es ein ganz okayes Gericht geworden. Wieso ist denn das so salzig geworden? Das ist super salzig geworden und was richtig geballert hat, der Ingwer. Du hattest ja so eine riesengroße Knolle da und ich wusste jetzt nicht, wie viel ich davon benutzen muss. Und einfach ich, alles. Du hast alles reingeballert, ich habe nur die Hälfte reingeballert und ich fand es schon... Als wenn ich alles da reingeballert, ich dachte, ich du hast so alles reingeballert. Ich fand es so daneben, also es war halt zu viel, Ingwer. Leider. Okay. 10 Punkte in meinem Gericht noch. Wie viel? Wait, Entschuldigung. Ich glaube 7. Ganz schön salzig. Holy shit. Also alles in allem ist es ein ganz okayes Gericht geworden. 6 von 10 Punkte gebe ich meinem Gericht noch. Also es ist, man kann es essen... Das ist jetzt nicht mein super Highlight. Da fehlt irgendwie der rote Faden. Okay, also, wir haben jetzt hier das Rezept. Es wäre gewesen, Sesamhähnchen mit Huisin. Musst du dann auch noch Pommes holen gehen? Geht etwa in die Richtung. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich fand es sehr lecker. Ich würde sagen, das sind schmeidige 8 Punkte. Die Schoten sind mir ein bisschen zu fettig geworden. Da habe ich zu viel Öl genommen. Hast du aufgegessen? Ja, ich habe aufgegessen. Ist es satt geworden? Ja. Wie fandest du? Ganz lecker. Ich würde aber eher so 7 Punkte, glaube ich. Dann treffen wir uns bei 7,5 von, weiß ich nicht, 7,5 Punkte gibt's von uns. Oh mein Gott. Alter, ah, schmeckt das lecker. Ist das Hähnchen auch durch? Dass mal Mensch ist? Ja. 10 von 10. Boah, was? Was? Gekauft! Ja. Gekauft! Als ob jetzt. Wenn du 10 gibst. Schon im Thumbnail. Kannst du gar nicht. Ja. Das geht gar nicht. Doch, das haben wir nicht mehr gesehen. Ah, doch, da stimmt 10 von 10. Ich war gespoilert. Das war mit Abstand das Leckerste. Also wirklich, es war so. Boah, dann bin ich jetzt noch trauriger, dass ich das da rausgekriegt habe. Es war so lecker. Boah. Also, das war für mich auf jeden Fall eine 10 von 10. Boah, das ist bitter. Das war fucking awesome. Freddy, das geht nicht. Ja. Ne? Hier, brauchst du gar nicht. Es geht Ach, dieses Rezept. Das ist so lecker. Alter Vater, es ist so lecker. Also kommst du nochmal, sagst du, ja? Das ist eine 10 von 10. Habe ich sie gegeben. Ich weiß nicht, ob ich Toysin-Soße in Gießen gibt. Ich denke schon. Keine Ahnung. Also, 10 von 10 kriegt, kann man sich doch die Mühe mal über Amazon zu bestellen. Du solltest aber eigentlich, also du brauchst halt eine halb, also nicht die kleinste, aber eine halbwegs große Asia-Ecke. Da dürftet die eigentlich geben. Ja. Alter Vater! Ich sehe jetzt schon im React die traurigen Gesichter von den anderen, ja, die hoffentlich auch was Schönes gemacht haben, aber dieses Essen ist eine 10 von 10. Basta! Alter Vater! Okay. Die Soßen kommen aus. Das ist so lecker gewesen. Wer sich das?
ersichtet hat. Okay. Also die Kaiserschoten in Bacon, hätten die Kaiserschoten ein bisschen länger gemusst. Ich glaube, die hätte man kochen müssen. Wusste ich nicht. Hätte man einfach. Ja. Ich glaube, die hätte man kochen müssen. Die sind auch ein bisschen sehr, sehr hoch. Braten. Das Hähnchen, ja, die das Soße, hat bei mir auch nicht die finde ich richtig geil. Der Reis ist Reis. Also ich würde sagen, der Reis kriegt von mir einfach eine, weil das Reis ist schlechter als Kartoffeln in meiner Welt, also bekommt der einfach eine, der bekommt eine solide 7,5. Das ist ein guter Reis. Ja, kein Problem. Der Sesam da drin, hätte ein bisschen auf, hätte ich nicht gedacht. Die Soße bekommt von mir eine 9. Die finde ich richtig geil. Scheiß auf die Erdnussbutter. Das hier, die Kaiserschoten, obwohl die Bacon und Mandel sind, bekommt von mir nur eine 5. Das sind dann 9, 5, 7, 21, sind so 7. Wow, krass. Ja, gut, durch 3 sind 7, sind 1. Okay. Ich gebe 7 Punkte. Warte mal. Ja. Nimmst du schon auf? Was machst du da? Wieso hast du den Feind bei dir bitte auf dem Dingens stehen, Peter? Wer ist denn der Feind? Den Feind auf dem Fernsehtisch. Nee, nicht McLaren, Mercedes. Das ist nicht der Feind. Der steht nicht AHA auf der Schürze? Ist Alexander Herrmann. Der Formel-1-Wagen Ramlings. Das ist ein ja, das ist der Wagen von letztem Jahr und den fand ich so awesome. Das ist der mit dem DAS-System, der alle einfach fertig gemacht hat. Das fand ich ein ingenieurtechnisches Geniestreich. Und deswegen. Ah, ihr redet von dem Türstopper. Ja. Genau, ja. Ich rede von dem Türstopper da auf dem TV. Ich weiß nicht, beim Feind war ich echt bei der Schürze und dachte, aha, steht Fahrrad. Ich dachte auch gerade, was steht da jetzt? Schlimmes, das habe ich ja noch nicht mal gelesen. Warum hast du den Feind bei dir stehen? Ich war so gucken, okay, was könnte es sein? Okay, es kann eigentlich nur aha sein. Alexander Herrmann. Jetzt habe ich dir die Schürze kaputt gemacht. Aber was steht denn da noch? Also, tut mir leid. Da steht, glaube ich, nur Alexander Herrmann. Also nur aha. Ja. Aber das davon haben nicht, wir. Das ist doch nicht mittig. Nee, da rechts daneben steht Alexander Herrmann. Das ist ein cooles Zeichen. Ja, das kann sein. Die Fotos, die ich euch jetzt hochgeladen habe mit den ganzen Rezepten, ist alles aus seinem Buch. Ah. Wo ihr zurückgeschrieben habt, wir nehmen alle. Ja. Hey, ich habe gar nicht mehr dazu komplett aufgegessen. Also, ich weiß nicht, für wie viele Personen das war, aber Hani und ich haben das zu zweit aufgegessen. Und es war sehr lecker. Sehr, 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 sehr lecker. Und ich gebe 9 von 10 Punkten. Ich finde es richtig geil, muss ich ehrlicherweise sagen. Es war fucking awesome. Bin sehr gespannt, was die tatsächliche Zubereitung, die gedacht ist, war. Freue mich drauf auf das Rack nächste Woche. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und Dennis, dein Part. Falls ihr noch weitere Informationen haben wollt, unten in der Videobeschreibung steht alles, was ihr zu HelloFresh wissen müsst. Ja? Dann wünsche ich euch jetzt hier einen wunderschönen Abend noch. Lasst es krachen, ran an die Kaiserschoten, ran an den Bacon, ja. Leckt die Soße auf. Wir sehen uns nächste Woche wieder, entweder hier auf Pizza mit TV. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. 10 von 10. Oh, krass. Ja, das ist safe. Krass. Also das ist eine pure 10 von 10. Also wirklich, das ist so lecker gewesen. Das krass. Hat so war bei mir sehr weit weg davon. Einfach auch vielleicht, also vielleicht, weil ich es halt auch nicht erwartet habe. Weißt du, so... Ja, ist ja okay. Also ich will halt deine Wertung nicht in Frage stellen, Jonathan. Ich möchte nur... Ist ich dann halt auch immer so eine. Ja, stell dir halt eine Frage. Damit kann ich leben. Bedauern. Das war einfach super lecker. Finde ich gut. Ja. Alright. Das war eine Folge Pete's Meat kocht. Einige eurer Kommentare sind... Der Schnitt, als Bram die Zutaten vorstellt, ist einfach nur Zucker. Oh ja. Stimme ich zu. Hätte mich nicht gewundert, wenn Jays Karton einfach leer gewesen wäre. Als Ausgleich darf Jay nächste Woche gar keine einzige Zutat haben. Immerhin wollen wir das Raum-Zeit-Kontinuum nicht durcheinander bringen. Perfekt. Jo. Jay drückt ein paar Tasten auf dem Thermomix und dann gibt es 10 von 10. Ja. So einfach deswegen ist das. Deswegen holt man sich einen Thermomix. Okay. Ja, vielen lieben Dank, dass ihr heute eingeschaltet habt. Heute Abend natürlich wieder eine neue Folge Pete's mit Kocht. Wir machen diesmal Spare Ribs. Also schaltet ein, guckt euch das an. Twist. Und bis dahin, haut rein. Tschüss. Ciao.